Can I be your superhero? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen noch ein bisschen weiter mit Diablo 4. Und ich schaue mich einfach nochmal ein bisschen um, ne? Also ich habe mir gedacht, ich werde jetzt hier nicht jeden einzelnen von den Leuten anquatschen. Man kann ja zur Not nochmal zurückkommen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten werde ich mich nochmal ein bisschen umschauen. Und dann gucken wir einfach mal... Warte mal. Nicht in der Stadt. Achso, okay, wir gehen hier lang aus der Stadt raus. Es sieht aber auch cool aus, ne? Ist vielleicht ein bisschen dunkel. Ich habe versucht, es ein bisschen höher zu stellen. Aber dadurch, dass sowieso alles relativ, ja, weiß ist durch den Schnee, wird das schon irgendwie hinhauen. Denke ich mal, zur Not muss ich das eben im Dings nochmal ein bisschen höher stellen. In der Nachbearbeitung. Die Straße ist blockiert. Dann schreibt mir das einfach in die Kommentare rein und so. Auch wenn es noch weiter, also wenn ich es noch ein bisschen weiter zocken soll. Weil es macht irgendwie Bock. Na, also ich habe heute auch auf Arbeit so ein bisschen über das Game nachgedacht. Das ist schon mal ein positives Zeichen. So, ich habe ja immer so Phasen, wo es ein bisschen schwankt. Ihr habt einen neuen Gegenstand. Drücke bla bla bla. Inventar. Okay. Rüstung plus 21, das wäre doch gut, wenn wir die ausrüsten, oder was? Okay, ja gut. Und das hier wäre dann wahrscheinlich zum Verkaufen, ja gut, 5 Dollar nenne ich es jetzt hier mal. Fallen lassen geht auch. Ja, dann haben wir immerhin schon mal ein bisschen mehr Rüstung. Nee, ich wollte sagen, ich habe immer so Phasen, ne? Da hat man dann irgendwie so ein Game, wo man sich richtig hart für interessiert, so. Ich hatte damals zum Beispiel Far Cry 3, hat mich richtig geflasht. Ja, ansonsten... Oh, Batman Arkham Asylum, Heavy Rain. Das waren alles so Games, die einen ganz gut gekickt haben und auch ein bisschen gefesselt haben. Und dann spielt man das natürlich ein bisschen mehr, während andere Games so... Da merkst du immer schon, wenn du dich ransetzt und irgendwie nach einer halben Stunde, Stunde wieder Feierabend machst und... Ja, auch nicht so wirklich denkst. Was ist denn das? Kann ich hier irgendwas machen? Nö, ne? Und ja, auch nächsten Tag oder so nicht irgendwie so denkst, ey, ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen zocken, sondern liegt denn auf der Festplatte rum, das Game, und du denkst dir nur so, hm. Ruin des Frostgeheuls. Hä? Achso, ich muss X drücken zum Betreten. Ja, und mit einigen Games ging es mir dann halt so, dann weißt du immer schon, okay, such dir ein anderes Game zum Zocken aus, weil es ist wahrscheinlich nicht so, also es beschäftigt dich nicht so sehr, ne? Okay, also wie gesagt, optisch finde ich das ganz nice. Schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um, Tür, okay, Kiste, logisch. Im Augenblick ist es einfach im Prinzip... Läuft es darauf hinaus, viel zu looten und die Dinger hier zu killen. Mal gucken, ob wir noch irgendwas finden, was man einsammelt. Aber ich habe vorhin auch auf Dings gesehen, auf Twitch habe ich vorhin ein bisschen geguckt. Au! Und es ist ja wirklich so, heute ist so der Tag, heute ist Diablo 4 rausgekommen. Heute spielt jeder Diablo. Was ich auch ein bisschen verstehen kann, also wie gesagt, wenn ich... Oh, da haben wir irgendwie einen vergessen. Es ist aber noch so, unten ist ja bis jetzt nur die X-Taste belegt, ne? Also beziehungsweise die anderen sind offensichtlich Was ist das hier? Ihr verfügt bereits über volles Leben, okay? Ach so, ups. Das sehe ich jetzt erst da oben oder da unten links steht's ja. Oh. Das explodiert. Alles klar. Oh, 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 weg hier. Zu entrinnen. Ja, es ist ein bisschen schade, dass man diesen Dash nur einmal machen kann. Das kann man doch bestimmt auch irgendwie verbessern, oder?
So, das sind denn Heiltränke oder so. Und ich kann nicht mehr aufnehmen, weil ich schon 4 habe. Haben wir schon wieder irgendwas? Oh, ja, hier. Ich sehe. Aber das ist alles eher unbrauchbar. Das ist ganz gut, dass das immer angezeigt wird. Minus und Plus und so weiter. Okay. Also, ich habe... Ja, die Frage ist auch, wo gehen wir da weiter rein? Gehen wir hier dann noch mehr rauf oder so? Was ist hier am besten zu verbessern? Das könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, in welche Region man sich hier am besten noch ein bisschen weiter aufmacht. Also, ich würde einfach mal den jetzt hier nehmen. Aber die Frage ist ja auch, Fähigkeit zuweisen. Kann ich das jetzt hier... Nee, das ist einfach noch alles... Ach so, okay. Also ich könnte das jetzt hier im Prinzip entfernen und könnte das dann reinsetzen, ja? Aber wie kann ich... Wie kann ich das jetzt nochmal zuweisen? Das ist mit dem Controller irgendwie ein bisschen doof. Nicht verfügbare Fähigkeiten. Nein, warte, ich will den hier. Fähigkeit zuweisen. Okay. Ja gut, die anderen sind offensichtlich noch... Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen leveln für, damit ich die noch irgendwie einsetzen kann. Also, dass ich da was zuweisen kann. Also nicht wundern, ist das erste Mal für mich Diablo. Und ja, ist klar, dass ich mich da nochmal ein bisschen in alle Sachen reinfuchsen muss. Aber das wirkt tatsächlich wie ein sehr großes Spiel. Wo man sich aber auch so denkt, ey, da bin ich, das schreckt mich jetzt nicht ab. Da habe ich irgendwie Lust drauf, da auch ein paar Stunden drinnen zu versenken, weißt? Bei manchen Spielen weiß man ja, ey, das wird so und so viele Stunden dauern, 20, 30 Stunden, 40 Stunden. Und dann hast du direkt am Anfang so, ey, kein Bock. So gar keinen Bock. Das wird hier langsam aber ganz schön heavy alles. Das sind echt viele. Na, komm her. Down. So, mit L1 fülle ich wieder auf, okay. War hier noch irgendwas Relevantes? Schuhe. Bis jetzt sind die wirklich alle immer ein bisschen noch ein Ticken besser, ne? Okay. Auch nicht erlernt und so. Die Frage ist, wann und wie? Also wahrscheinlich muss ich erstmal den Baum hier zu Ende machen, damit ich nachher hier... Achso, oder? Das ist eine gute Frage. Dann müssen wir erstmal noch einen Punkt kriegen und dann können wir nachher hier auch da erweitern, wa? Na gut, wird ja noch kommen. Erstmal noch ein bisschen alles looten und so. Aber meine Frage ist jetzt natürlich auch an die Profispieler. Ist das bis jetzt so das, was man hier im Prinzip macht? Also du läufst von A nach B nach C. Natürlich erfüllt sich jetzt hier auch eine Quest. Ich glaube, wir hatten noch schon irgendwie eine angenommen und so. Vielleicht sollte ich mich da auch mehr an die Karte halten. Aber das mit dem Looten, das kickt einen auch. Irgendwie so ein bisschen. Ah. Oh ja, machen wir jetzt hier einen nach dem anderen her. Ja, easy peasy weg. So viel zum Thema easy peasy, ey. Die halten aber auch ganz schön was aus hier. Wenigstens teilweise sind die schon ganz gut knackig. Down. Okay. Nein, ich versuche mich mal so ein bisschen mehr wieder auf die Map zu konzentrieren. Da ist irgendwas gebracht. Plus 16, plus 26. Der hier ist besser, aber... Aber wir hatten noch gar keine. Okay. Ist das nachher so eine Nummer, so von wegen du gehst zum Händler oder zur Händlerin und dann drückst du eine Taste, so von wegen alles verkaufen? Und dann ist das alles weg? Weil du es eh nicht brauchst. Kommen wir hier rein? Kann man da irgendwie runter oder sind die einfach nur so? So, dann haben wir uns ja hier größtenteils, glaube ich, bestimmt irgendwas vergessen. Oh.
Das wirkt relativ blutig, aber ist das was Relevantes? Ein Heilbrauch oder so. Okay, ja gut. Nehme ich doch ganz gerne mal mit. Aber warte mal. Wenn ich jetzt... Ich brauche mehr Zeit. Nehmen wir auch noch mit. Hier wieder rausgehe. Bin doch von hier irgendwo gekommen, oder? Kam ich nicht von... Oder bin ich jetzt doof? Nee, warte mal. Von... Aua. Von wo bin ich gekommen? Bin ich von hier gekommen? Lass mich mal kurz in Ruhe, Bro. Ich muss mich hier erstmal orientieren. Hier sind die Türen auch auf. Dann bin ich vielleicht von hier gekommen irgendwo. Mich würde das jetzt nämlich mal interessieren, wenn wir hier wieder rausgehen. Bin ich von hier hinten wirklich gekommen, ey? Das kommt einem auf dem Hinweg gar nicht so hier. Gar nicht so lange vor, wenn man da so... Achso, nee, ich soll hier rein, okay. Ich war nämlich eben ein bisschen verwundert, weil jetzt auf der Karte ja nicht so wirklich... So, hier vielleicht lang? Bin ich jetzt doof? Direkt wieder raus. Nee, das hat mich irritiert, weil ich hier gespawnt bin. Ich habe eben gedacht, ich bin von hier gekommen. Ist ja auch wurscht. Na gut, wir fliehen das Ganze jetzt hier. Steht ja auch einfach nur, durchsucht die Tiefen der Ruinen. Dann werden wir das jetzt hier mal machen. Dann gucken wir uns einfach noch ein bisschen weiter um. Ne, hier war ich offensichtlich schon überall. Dann erstmal wieder hoch. 9 Gold ist aber auch so das Übliche, ne? Irgendwie wirkt das immer so, als wenn wir 9 Gold einsammeln. So, hier sind wir auch gewesen. Wir müssen ja bestimmt irgendwas Spezielles finden, oder? Also es ist gut gemacht von der Aufmachung, das muss ich auf jeden Fall sagen. Das wirkt schon alles relativ nice. Oh, okay, was seid ihr für Viecher? Vor allen Dingen, was ist jetzt relevant? Ist das einfach so, dass ich hier die ganze Zeit mich erstmal mit X durchkämpfen muss? Oder kann man denn nachher, also vielleicht jetzt schon oder dann eben... Oho, später irgendwie auch so rundum... Angriffe machen sozusagen, dass du gleich mehrere irgendwie... Ich meine, das war vielleicht jetzt nicht so clever... Was bist du für eine? Das war vielleicht nicht so clever, dieses andere Ding jetzt nochmal zu leveln, da wir ja sowieso im Augenblick bloß die... dieses eine Feld haben, was einigermaßen frei ist. Die gehen aber auch gleich mit mehreren hier drauf, ne? Ah, siehst du, neue Stufe. So... Ein Dolch oder was haben wir hier nochmal bekommen? Einfacher Dolch plus 1. Jetzt hat das Kurzschwert schon wieder irgendwie ausgedient oder was? Oder was macht hier mehr Sinn? Ablegen, ablegen. Also ich könnte den reinlegen und dann lege ich den rein und dann hat er minus 2. Genau, das ist vielleicht die beste Kombi. Aber man fuchst sich so ein bisschen rein, ne? Also, es macht ja auch Bock. Also, ich kann das schon verstehen. Dass man denn immer noch mal das bessere... waren wir hier schon? Das bessere... findet. Aber es ist schon auch relevant, dass wir hier beide Sachen ausgewählt haben, ne? Sie sticht ja hier mit beiden im Prinzip zu. Kann man durch solche Dinge nachher irgendwie flüchten oder, naja, was heißt flüchten, sich das auch so ein bisschen angucken, was da unten noch ist? Ich bewege mich, ach nee, da landet diese Attacke. Komm. Müsste man vielleicht hier auch noch ein bisschen hin und her swipen? Soll ich öfter den hier machen, dass wir so ein bisschen... Oh, jetzt haben wir eine Hose, jetzt geht's ab. Ja, wir haben jetzt schon eine Hose, aber die tauschen wir einfach mal, damit es so ein bisschen
besser ist. Fähigkeiten. So, wir hätten ja jetzt wieder einen Punkt. Also, ich habe ja jetzt bis jetzt nur das X-Feld da freigeschaltet. Das heißt, es wäre am relevantesten, wir benutzen zurzeit das Ding hier. Wir gehen einfach mal darauf, die Richtung. Und die Frage ist aber für mich, ab wann kann ich die... Achso, Viereck. Viereck, ich könnte irgendwas auf Viereck legen oder was? Warte mal, wir haben... Oh, das überfordert mich hier alles schon wieder. Wir haben doch das Ding hier jetzt. Fertigkeit zuweisen. Auf Viereck. Ah, okay. Das war so ein Ding werfen. Können wir die wieder einsammeln? Das ist so, weißt du, überleg mal, du hast nur einen so einen Dolch zum Werfen. Direkt weggeworfen. Ups. Naja, ist egal. Können wir nicht einfach so ein Schwert hier oben an der Wand abmachen und mitnehmen? Ah, direkt in die Fresse. Das macht schon Bock. Doch, doch. Ich muss gleich den Part erstmal wieder beenden und dann, den dritten Part werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Komm, was soll der Geiz? Das kickt schon irgendwie. Ich versuche das ja immer so ein bisschen an eure Interessen anzupassen, beziehungsweise dass eure und meine Interessen sich so ein bisschen, ja, decken, sag ich mal. Und in dem Fall ist das wirklich so, dass ich das, also mein Interesse ist auf jeden Fall geweckt. Weiß nicht, wie bei euch das Interesse sein wird, da ich ja, wie gesagt, totaler Noob bin, totaler Anfänger in dem Bereich. Aber mich eben für dieses Game auch interessiere. Und tausende von anderen Leuten. Millionen. Ganz Twitch. So, ein bisschen was. Aber das sieht auch so aus, wenn du dir das anguckst, als wenn hier schon ein paar Kriege stattgefunden haben, ne? Es erinnert mich ja auch von der Optik her, so leichte Game of Thrones Vibes habe ich hier. Die habe ich ja ganz gerne geguckt. So, vielleicht sollten wir hier nochmal ein bisschen was... Bringt das was? Nee, nee, nicht so wirklich. Ich glaube, das bringt irgendwie nichts. Oh, Lara Croft, da habe ich auch irgendwie so ein bisschen die Vibes. Natürlich sieht das... Von der Dings her anders aus. Das hier ist ja so eine Draufsicht. Kammer der Berufung. Achso, ups. Okay, da habe ich jetzt... Warte. Ach, das ist, glaube ich, dumm. Ich glaube, ich müsste hier mal so ein bisschen... Nein? Ah. Was mich ein bisschen irritiert, also... Was ich ein bisschen geiler noch finden würde, wäre, wenn ich jetzt hier... Ich lenke ja die ganze Zeit mit dem linken Stick. Und... Das wäre cool, wenn man mit dem rechten Stick... Nein. Wenn man mit dem rechten Stick... Noch irgendwie die Sicht sozusagen... Ah, das ist dumm. Die Sicht ändern könnte. Also ich weiß nicht, ob ihr das versteht, also die Ansicht sozusagen, dass du... Oh! Dass du im Prinzip die Kameraperspektive änderst. Dass er ein bisschen hin und her dreht. Oh, das war... Das ist alles wieder dumm. Von mir. Also ich stelle mich hier natürlich wie der letzte Loop an. Aber einen Balken haben wir schon mal runter reduziert. Wir wenden uns hier einfach ganz locker so ein bisschen an die Sache ran. Schmeißen. Okay, er wird jetzt nochmal reinlaufen, glaube ich. Also reinspringen. Oh. Also, mein Plan ist, dass er herkommt. Ich kann das noch gar nicht. Ah, ja, jetzt haut er zu. Und dann kann ich ihn jetzt theoretisch so ein bisschen... von hinten attackieren oder so, einfach so ein bisschen rumsliden, rumlaufen. Ab und zu nochmal einen Dolch in den Arsch werfen.
Dinger sind ja kein Problem. Er ist ja hier der... Oh, ah, verdammt. Ich achte da noch nicht. Ich habe da noch nicht so diesen Blick für, muss ich sagen. Ja, du bist doch kein Problem. Also ich habe ihn mir jetzt gerade noch ein bisschen schwerer vorgestellt. Aber dadurch, dass er die Heiltränke hier droppt und ich die ab und zu einsetze und so, ist das natürlich... Kann man wahrscheinlich alles geschmeidiger machen, aber... Ich muss sagen... Oh, ich... dass ich da auch nicht so wirklich drauf achte, ne? Ich hab da einfach noch nicht so richtig diesen Blick für. Oh. Das war jetzt natürlich nichts Dickes. Easy peasy. Total arrogant. Nein. Wir haben hier den Typen dann doch nochmal hinbekommen. Ich habe mir das ein bisschen krasser... Also ich habe gedacht, ich kriege hier deutlich mehr auf die Fresse, aber würdest du wahrscheinlich auch. Wir spielen ja auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Also es gibt ja nur zwei, aber... Aber ja, man knubbelt sich da so ein bisschen rein. Vielleicht würde es auch Sinn machen, wenn wir mal... Nee, das ändert nichts, ne? Das ist einfach gleich. Beides bei 100. Ist egal, ne? Feldstiefel oder schwere Stiefel? Was soll ich lieber anziehen? Und vor allen Dingen, soll ich die Hose hier mitnehmen? Ne, die ist minus 8. Lassen wir mal. Ja, keine Ahnung. Das lassen wir erstmal einfach so. Ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um hier einfach nochmal den Part zu beenden. Einen dritten wird es auf jeden Fall noch geben. Ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Bock auf noch mehr habt. Aber einen dritten werde ich jetzt noch aufnehmen und danach ist dann erstmal zumindest mit einer Folge Street Fighter noch dran. Mal gucken, wann und wie das alles online gesetzt wird. Aber das ist erstmal so der Plan. Ich hoffe, euch gefällt Diablo 4. Mich kickt es schon so ein bisschen, also... Man denkt auf jeden Fall drüber nach und ja, es fesselt auch ein wenig. Ich bin fürs Erste raus, hoffe ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dahin sage ich einfach mal ciao.